Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13, immer noch auf diesem wunderschönen Planeten, Kontinent, Atmosphäre, Grand Pulse. Keine Ahnung, wie man das klassifizieren soll, aber ich freue mich jedes Mal total auf diese Aufnahmesession, seit wir hier angekommen sind. Und ja, ich bin jetzt, ich hatte das ja am Ende der letzten Folge gesagt, am Ende der letzten Folge nochmal komplett zurückgegangen zum Speichern und dann jetzt gerade eben wieder komplett den Weg hierher gelaufen. Und da hat sich natürlich ein bisschen was an KP angesammelt. Ich habe hier die eine oder andere Runde gedreht. So viel hatten wir auf jeden Fall noch nie. Aber ich muss das immer ausnutzen, wenn ich ein paar Tage Pause mache. Und, warte mal, bei ihr war das Verheerer, oder? Oder wollte ich bei ihr was anderes machen? Nee, bei ihr war das Verheerer. Keine Ahnung, irgendwann werden wir sowieso hoffentlich alles ausmaximieren. Ja, wenn ich immer ein bisschen Pause mache, dann ist man, das kennt ihr vielleicht auch von euch selbst, dann ist man immer super heiß auf so ein Spiel. Und dann stören mich auch die Kämpfe nicht, auch wenn die so total repetitiv sind und so. Und ja, das wollte ich dann eben zu unseren Gunsten jetzt ausnutzen. Erteilt Feuer elementaren physischen Schaden. Okay, jetzt kann ich mal wieder mein Headset ein bisschen richten. Kann das überhaupt irgendjemand schon, was sie hier gerade gelernt hat? Warte mal, wie viele... Oh, guck mal, mit den Fertigkeiten ist sie durch. Aber ich glaube, ich werde das diesmal anders machen und tatsächlich die Rollenfertigkeiten... Guck mal, da sind wir doch auch schon gleich am Ende. Das Ende ist doch da, oder? Die nächste Rollenstufe. Ich bilde mir ein, das gerade gesehen zu haben. Nein! Kurz vorm Accessoire bricht ja alles ab. Sorry, Leute, ich muss mal nochmal kurz mein Headset richten. Ich weiß, es nervt, aber der hat schon wieder so eine Knatsche-Position. So, und bei ihr ist das ja relativ easy. Bin immer wieder schockiert, wie schnell sich die KP eigentlich aufbrauchen. Neuer ATB-Balkenabschnitt, das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob sich das Kristarium nochmal erweitern wird. Oder ob, wenn man das hier ausmaximiert, ob wir dann wirklich alles haben, was man für Klasse XY haben kann. Kein Plan. Auf jeden Fall kommt sie hier näher ans Ende, als das bei Lightning noch der Fall war. Nein! Guck mal, wenn wir die nächsten 10.000 haben, dann kann ich das hier mit ihr maximieren. Und ich glaube, das werde ich dann auch sofort tun, wenn ich es bis dahin nicht vergesse. So, und bei ihr wollte ich ja den Heilungsskill weiter voranbringen. Wobei mich hier eigentlich mehr die Fertigkeiten wichtig sind. Ich weiß auch gar nicht, was hier noch fehlt. Was kommt denn da Schönes dazu? Oh, ein Accessoire. Das kann man doch immer gut gebrauchen. Da muss ich mich gleich wieder entscheiden. Und das wird mir nicht so einfach fallen, wie ich mich kenne. So, ich freue mich jetzt so gleich aufs Weiterspielen. Eigentlich liebe ich ja so Auflevelungsmomente, aber gerade kann ich es irgendwie kaum abwarten, jetzt hier weiter zu erkunden. Ich weiß nicht, ich werde heute wahrscheinlich auch mehr als nur eine Folge aufnehmen. Nein! Die Angriffskraft hätte ich so gern noch mitgenommen, aber warte mal. Kann ich hier schon sehen? Ach, Vigra ist gar nicht mehr so weit weg. Das sollten wir uns auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Ja, meine Theorie ist damit auch hinüber, ne? Wenn ich mir jetzt die KP angucke, ihr hattet mir das auch in die Kommentare geschrieben. Ich habe am Anfang auch überlegt, ob vielleicht die Grenze bei 100.000 liegt, aber da habe ich eine Null zu wenig dran gehangen. Wir können nämlich auf fast 1 Million nach oben und sie hat jetzt Tatsache 3 Slots. Warte mal, was hat sie denn momentan? Angriffszauber nach oben, TP nach oben. So, massiver TP-Verlust, Blitzresistenz, TP-Steigerung. Ich könnte nochmal die TP nach oben machen. Sowas hier finde ich aber auch nicht schlecht. Wirkungskraft von Angriffszaubern 20. Physische Resistenz. Warum ist das denn so unaufgeräumt? Warum sind denn hier die TP 100 und da weiter oben, viel weiter oben waren die 50? Zu Kampfbeginn... Ein ATB-Balkenabschnitt, das sollte ich, glaube ich, das war das Ding, was ich mit der Oratus-Sturmklinge von Lightning ja kombinieren sollte. Ah, warum hat denn das keiner? Der Goldarmreif, warum habe ich den denn keinem? Elementarresistenzen, das ist ja auch voll toll. Okay, ja, ich habe ein paar gute Sachen noch, die ich hier irgendwie ungenutzt lasse. Warte mal, das mit den Elementarresistenzen, dazu tendiere ich gerade am meisten. Das soll sie auch bekommen. So, wo war das nochmal? Hier, Elementarresistenzen. Das geht doch dann für alle, oder?
So, dann bekommt sie mal das und dann lass mich mal kurz gucken. TP, ach so, das nutzt keiner, weil sie ja schon dieses Überding hat. Aber dann kann ich ja das hier nochmal austauschen und einfach mal gucken, dass wir ihr damit ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit geben, ne? Kann ja nicht schaden, Goldarmreif, genau. Sie ist jetzt unsere Heilerin vom Dienst. Da hat sie sich das auch verdient. So, in dieser komischen Sackgasse haben wir beim letzten Mal aufgehört. Und eigentlich glaube ich, dass wir dieses Gebiet hier in sich abgeschlossen haben. Ich bin hier ganz viel im Kreis gelaufen, weil die respawnen dann natürlich nach einer Zeit immer. Und du hast hier so viele von diesen Gruppen. Das ist echt praktisch. Deswegen kann ich mir jetzt auch mal... Achso, hier ging es ja nicht hoch. Den Luxus in Anführungsstrichen erlauben, hier vorbeizulatschen. Denn, ja, spannend sind die Kämpfe nicht. Die sind auch nicht wirklich herausfordernd. Also ich habe selten die Situation gehabt, dass ich heilen musste. Was ich nicht so ganz gerafft habe. Ich habe in einem Kampf, da ist plötzlich dann so ein Flattervieh. Also einer von denen, die jetzt hier rumfliegen, der hat sich da plötzlich mit eingeklingt. Ich weiß nicht, ob diese Rangen das hier auch beschwören können. Oder ob ich einfach nur mega blindfischmäßig unterwegs war und nicht gesehen habe, dass der von Anfang an dabei war. Weil ich mir das gerade gar nicht vorstellen kann. Und jetzt, wo ich gerade den dicken Japp wieder vorbeistolzieren sehen. Entschuldigung, bin immer noch nicht ganz gesund, aber wird schon. Ich weiß jetzt, wie man die unterscheidet. Was? Oh oh. Ich glaube, du bist der Papa von den großen Wölfen, ne? Hi. Ich glaube, der sieht mich schon. Guck mal, wie seine Babys da hinter ihm voll herlaufen. Kann ich den schon besiegen? Oh Gott, ich habe so eine Angst. Aber ich glaube, ich werde es mal probieren. Da links von uns ist ein Schatz. Den habe ich gerade eigentlich eher avisieren wollen. Ich würde ja so gerne Überraschungsangriff starten. Aber ich glaube, das wird nichts. Obwohl, wenn ich einmal hinter den... Oh, da kommt ja schon die nächste Gruppe. Ist aber echt dicht besiedelt, das Eckchen hier. Schneller! Das könnte geklappt haben. Jawohl! Okay, was ist dieses große Vieh da? Was? Okay, der Name, der ist schon mal wieder fast unaussprechlich. Was? Megistotherios. Interessant. Wir haben einen Megistotherios. So heißt also der Vater. Vielleicht ist das auch die Mutter von den Viechern. Und ich glaube, das könnte eventuell noch eine Nummer zu groß sein. Hatte gehofft, dass eine Schockphase ausreichen würde. Analyse wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Ich glaube, ich hätte es bei einem Versuch belassen. Es kommt darauf an, wie viel Schaden der austeilt. Ich meine, der ist ja jetzt durch Nachsetzen so ein bisschen außer Gefecht. Wenn ich da noch mit einem Manipulator rangegangen wäre, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen anders ausgegangen. Oh mein Gott. Okay, okay, warte, 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 warte. Unsere Fang sollte nicht so schnell verrecken. Das missbillige ich, was hier gerade passiert. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, erstmal auf die Kleinen zu gehen. Ja, vielleicht versuche ich es gleich nochmal. Ich will mal gucken, weil wenn der am Ende vielleicht genauso viele KP da lässt wie so ein Behemoth, dann wäre das schon ganz cool. So, warte mal, erstmal wieder alle hochheilen. Es ist doof. Am liebsten würde ich jetzt nochmal anfangen, aber ich habe Angst, dass mir dann kein Dings hier wieder gelingt. Kein Präventivangriff. So, dann lass uns jetzt mal nochmal schnell in die Offensive gehen. Und zwar wieder auf den Großen, denn so viel hat er nicht mehr. Der widersteht Windangriffen. Okay, hat eine Feuerschwäche. Das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Okay, warte, ich glaube, ich mache mal was anderes. Wir probieren mal das hier. Ich weiß nicht, ob mich das am Leben halten wird. Die Frage stelle ich mir in so vielen Kämpfen. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Das wird nicht ausreichen. Aber guck mal, der ist gleich weg. Wenn wir den tot kriegen, dann... Ja, ist die Frage, wer hier wen tot kriegt. Das Vieh sieht so mega geil aus. Aber krass, dass die so schwer sind. Vielleicht befinde ich mich jetzt hier aber auch schon in einer Ecke, wo ich noch gar nicht sein sollte. Ich weiß es nicht. So, schaffe ich jetzt hier nochmal einen Präventivangriff? Weil ich glaube, alleine ist der kein Thema. Wo sind sie? Hä? Okay, ich muss jetzt nicht verstehen, wo mich das Spiel rausgeschmissen hat. Wo ist denn mein Schatz? Schatzi, wo bist du? Hä? Was ist denn das für ein Neustart? Ich will das nochmal... Okay, ich bin gerade total überfragt. Ah, da! Pass auf, jetzt wird mir das nicht gelingen. Ich werde jetzt erstmal diesen Schatz hier an mich reißen.
glaube, das könnte auch ein Jawohl. Auch mit Kampfvorteil versehen sein, die rangen das. Wie gesagt, die waren vorher schon kein Thema. Die müssten jetzt nach den jüngsten Level-Ups eigentlich noch easier und schneller down gehen. Aber den anderen, den will ich jetzt umhauen. Auch wenn ich gerade noch gesagt habe, ich versuche den nur einmal. Aber der Kampf ist sowas von machbar. Das probieren wir gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall, diese Longuis, von denen ich immer sprach, das sind die ganz großen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in der letzten Folge gab es auch so eine kleinere Ausführung. Und das sind die Adamantimais. Und die sollen auch sauschwer sein. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon eine Chance gegen die habe. Ich glaube fast nicht, aber angucken werden wir uns den bestimmt. Also die sind vielleicht auch ein ganz gutes Barometer dafür, ob ich dann, weiß ich nicht, schon mich an die ganz Großen rantrauen kann. Aber das ist eher so ein Endgame-Gegner. Und die dauern auch, also, ja, keine Ahnung, ob wir jemals sehen werden in diesem Let's Play, wie so eine Viecher sterben werden. Also die Kleinen bestimmt, bei den Großen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, jetzt haben wir den ja analysiert, oder? Oder hat sich das nicht gespeichert? Ich werde jetzt mal schnell auf Beben gehen. Genau, in der Hoffnung, genau, also die Kleinen, die sind jetzt auf jeden Fall alle geschockt. Ich hoffe, der ruft sich keine Verstärkung. Aber die gehen eigentlich super schnell down. Genauso wie Fang. Haben sie was gemeinsam? Können sie sich freuen? Ist das scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht habe ich das doch ein bisschen unterschätzt hier. So, einmal Fang heilen. Schneller, schneller, schneller. So, genau. Warum? Hä? Nein! Ich habe doch gerade Engel auf sie genommen. Ist sie direkt wieder verreckt oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Warum komme ich denn in diesem Kampf hier nicht klar? Ja, ich weiß, jetzt wird gleich wieder jemand sterben. Jemand ist gut, okay. Nee, komm, wir lassen's. Mann, das nervt mich. Da packt mich dann immer so der Ehrgeiz. Und hier würde ich zum Beispiel komplett anders handeln, als ich das während der Aufnahme mache. Weil es mir dann in so einem Moment echt total egal ist, ob das jetzt 2 Stunden dauert oder ob ich das, weiß ich nicht, in 3 Stunden dann erledige. Da habe ich eigentlich eine totale Engelsgeduld, aber ich werde auch immer gucken, dass wir hier wenigstens ein bisschen Fortschritt erzielen und so wird das halt nichts. Ne, da müssen wir erst ein bisschen stärker werden. So, was seid ihr? Ihr seid nur die Kleinen. Soll ich die jetzt überhaupt mitnehmen? Die bewachen ja eigentlich gar nichts. Eigentlich würde mir der Kampf jetzt nicht so viel bringen. Das Blöde bei den Viechern ist, das ist mir hier beim hin- und zurücklaufen wieder aufgefallen. Wenn die einmal auf dich aufmerksam werden, dann ist das gar nicht so einfach, vor denen wegzurennen, weil die schnell sind wie Sau. Da ist schon wieder so ein Behemoth. Oh Gott, hat der viel. Der hat ja aber echt viel Gedönsviechis um sich rum. Das ist kein Behemoth. Bin ich bescheuert? Das ist einer von den Großen. Was erzähle ich denn da? Also einer von denen, die ich gerade eben schon versucht habe. Und hier wird das noch schwieriger sein, überhaupt ein... da ist ein Behemoth. Ein Dings hier im Präventivangriff zu landen. Boah, also langsam ist das hier gar nicht mal so einfach. Bewegt er sich auch oder steht er da nur starr? Und wenn ja, kann ich hier runterspringen? Frage stelle ich mir aber auch, wenn nein. Aber guck mal, da hinten ist sowieso so ein Seed. Das heißt, irgendwann werde ich da nochmal hin müssen. Und der hier, der ist jetzt alleine. Vielleicht bin ich jetzt stark genug. Der hat mich ja beim letzten Mal richtig zerfetzt. Aber ich war beim letzten Mal ja schon der Meinung, dass der nicht unmöglich ist. Wir gucken einfach mal. Den müsste ich ja eigentlich auch schon... Nee. Warum nicht? Sie nicht verstehen, oder? So, warte mal, wir gucken mal. So, jetzt ist er geschockt. Meta-Fertigkeiten, Analyse. So, und dann will ich unbedingt noch... soll ich jetzt offensiv bleiben oder soll ich auf den Manipulator rüber? Das Problem ist, wenn ich den jetzt nicht kille, dann wird er sich 100% heilen. Und dann fange ich quasi wieder komplett von vorne an. Aber es ist nicht ausgeschlossen, wenn Fang jetzt ein bisschen öfter und ein bisschen schneller zuhaut... Sie ist immer diejenige, die so ein bisschen die Schockleiste auch wieder einholt mit ihrem Schaden. Aber ich glaube, das wird nichts. Also das wird auf jeden Fall nichts, bevor seine Schockleiste abklingt. Oh, aber dann fehlt echt nicht mehr viel. Leute, könnt ihr das irgendwie unterbinden, dass er sich wieder heilt? Kommt, gibt alles.
Nee, wenn er aufsteht, dann hat er gleich seine Energieleiste wieder voll, ne? Oh, ist das zum Kotzen! Und wenn er jetzt steht, dann kann ich mal eigentlich den Sieg auch knicken, weil dann teilt er einfach zu krass viel Schaden aus. So, ich gucke jetzt einfach mal, was ich hier tun kann. Ich habe übrigens den extrem wertvollen Hinweis bekommen, dass wenn ich in der Heilungsfunktion bin und sehen möchte, ob der irgendwelche Zustandsveränderungen hat, dass ich einfach gar nichts drücken sollte. Ja, so kenne ich den, ne? So habe ich dich hassen gelernt. Daran wird sich nie etwas ändern. Nie. Ich würde den ganz gerne nochmal probieren und gucken, wenn ich am Anfang Manipulator einbringe, ob ich das dann irgendwie hinbekommen könnte, bevor die Schockphase abklingt. Meint ihr, wir sollten das probieren? Ich kann ja jetzt mal, um wirklich jede Sekunde einzusparen, auch direkt hiermit losgehen. Startparadigma markieren, genau. Ich werde es bestimmt wieder vergessen, das rückgängig zu machen, aber wir lassen nichts unversucht. Ich war jetzt gerade so knapp davor. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich meine, mit einem Verheerer dürfte Schocken auch kein Thema sein. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Da kommt doch ein bisschen was. Ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Ich glaube, das wird jetzt was, Leute. Das müsste ausreichen. Weil das hat relativ schnell funktioniert. Und der hat sogar... Jawoll! Guck mal, wie einfach das gehen kann. Wenn ein paar Rahmenbedingungen stimmen. Sehr schön! Und der lässt jetzt, glaube ich, richtig viele KP da. Toll, ey. Jetzt, wo ich den down kriege, will ich auch irgendwie den anderen probieren. Aber der hat halt immer seine kleinen Mistviecher an seiner Seite. Oh, 4000! Ich krieg mich nicht mal ein. Geil! Wenn man die jetzt ja einfacher zum Respawn bringen könnte, ich meine, das war ja jetzt nicht unbedingt mit viel Aufwand verbunden, dann wäre das irgendwie cool. Wäre das vielleicht auch eine Strategie, um den anderen zu schaffen? Ich bin gerade am Überlegen, weil ganz ehrlich, wenn ich damit starte und dann Präventivangriff ist natürlich Voraussetzung, dann kriege ich den doch genauso schnell down, wie das gerade eben beim Behemoth funktioniert hat. Jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt will ich das mal versuchen. Vor allen Dingen, weil die mir gerade alle so schön ihre Ärsche entgegenstrecken. So, und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den richtigen angreife. Und dann gucken wir mal. Genau, sehr schön. Den hier will ich, den will ich, den will ich. Und am besten schnell mit Nachsetzen hier auch hinterher. Das Blöde ist natürlich, dass ich auf den jetzt noch keine Analyse gecastet habe. Also gut, das hatte ich beim Behemoth ja auch nicht, glaube ich. Okay, okay, okay. Ah, ich glaube, der verträgt ein bisschen mehr. Ich bilde mir auch ein, dass seine Schockleiste viel schneller runtergeht. Boah. Werde ein bisschen langsamer, ein ganz kleines bisschen langsamer, dann, ja, dann hätte das wahrscheinlich funktioniert. Dann hätte das wahrscheinlich sogar ziemlich locker funktioniert. Menno. Okay, das wird jetzt aber wirklich der letzte Versuch sein. Keine Sorge, wir werden uns nicht die ganze Folge nur damit auseinandersetzen, den hier zu finishen. Auch wenn wir gerade wieder ganz gut dabei sind. Der hat halt so... nein. Nein, ich war doch gerade so gut dabei. Ich glaube, das wird wieder nichts. Nee, schade. Mann. Der wäre fast tot. Ich hasse es, mich immer entscheiden zu müssen, ob ich das nochmal machen will oder nicht. Eigentlich sollte ich mich davon nicht beirren lassen, dass das ein Let's Play ist. Das widerstrebt mir halt, dann die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es eigentlich eine Chance gibt. Ich sollte keine Versprechungen mehr machen. Ich werde das jetzt nochmal probieren. Ich weiß, ich bin jetzt wieder mega unverbindlich in dieser Folge, aber ist mir egal. Ich glaube nämlich, da geht was. Da geht was. Und dann könnte ich hier mit einem totalen Seelenfrieden auch aus diesem Part rausgehen. Nein! Warum markiert er manchmal den und manchmal den? Ich war schon wieder fast den Falschen hier markiert. So, ich muss jetzt nur vielleicht ein bisschen früher in den Blitzschlag, ins Blitzschlagparadigma übergehen. Ja, das war ein richtig verkackter Versuch, weil Vanille das jetzt nicht so schnell hinbekommt wie vorhin. Ja, ich würde eigentlich noch, dass er Wallum irgendwie kriegt. Nee, nicht Wallum. Das, was halt dazu führt, dass er generell gegen Magie auch empfindlicher ist. Hä? Was hat denn dem gerade so viel Schaden gemacht? Irgendjemand hat ja, glaube ich, gerade voll den super Skill vom Stapel gelassen. Keine Ahnung, was das war. Ich meine, solange Lightning nicht stirbt, geht das ja hier eigentlich alles klar, ne? Komm, stirb, stirb, stirb. Ich will den einmal tot haben.
Wenn wir das einmal irgendwie hinbekommen, dann müsste der Rest eigentlich nur noch Routine sein. Eventuell. So, ich muss jetzt nur gucken, dass wir uns stabilisiert kriegen. Mein Gott, wir sind kurz davor, diesen Kampf zu schaffen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, der von Anfang an so unmöglich erschien. Sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich nicht so viele Versuche eingebaut, aber ich glaube, ich bin kurz davor, meinen größten Wunsch für heute zu erfüllen. Ich glaube, diesen Triumph werde ich jetzt nicht mehr toppen können. Weil das wahrscheinlich die totalen 0815 Standardgegner sind und ich einfach nur viel zu früh hier bin. Aber hey, wir haben das Yashas Massiv auch schon viel früher, als das eigentlich vorgesehen war, gemacht. Deswegen, ja, kann man jetzt hier mal ein bisschen ambitionierter sein, ne? Meine Mutter schickt mir die ganze Zeit Bilder in WhatsApp. Ich weiß immer nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Müllt sie mir wieder voll meine Festplatte zu. Fast 4000! Da ging der Behemoth aber schneller. So, also den will ich jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit kein weiteres Mal besiegen. So, Paradigmen manuell. Gehen wir mal wieder auf das hier zurück. Auch wenn ich es natürlich interessant finde, da mal vorbeizuschauen. Ich könnte ja eigentlich speichern. War nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Ich habe doch... Ach, da oben. Ich werde mal... Oh, guck mal, da hinten ist auch eine Schatzkugel. Ich werde mal abspeichern und dann gucken, ob ich da runterhüpfen kann. Und die Kämpfe, die interessieren mich jetzt in dem Moment gar nicht. Ich möchte einfach nur sehen, ob es da was zu holen gibt. Und wenn ja, dann werde ich da wahrscheinlich sowieso nicht rankommen, weil das in Nähe von Gegnern ja nicht geht. Obwohl, dann brauche ich eigentlich auch gar nicht runterzuspringen, oder? So, lass uns mal da unten gucken. Oh, da führt ein Weg raus aus der Steppe, ja. Oder eben in so eine fette Sackgasse. Ist das optional oder wird das irgendwann unser Hauptweg sein? Kloppen sich da gerade Behemoth und so ein Dicker? Okay, ich glaube, dann sollte ich mir diesen Ort hier erstmal sowieso knicken. Aber mich würde trotzdem interessieren, wo der Weg dahin führt. Weil das muss ich mir auf jeden Fall merken. Oder verkloppen die sich die ganze Zeit im Kampf, solange bis einer vielleicht tot ist? Aber ich würde mich darauf jetzt ungern verlassen wollen. Nee, wir machen jetzt hier einfach mal einen Break und werden erstmal weiter mit der Umrundung machen. Und dann vielleicht, bevor ich die Steppe dann endgültig zurücklasse, weil wir müssen ja für die nächste Seed-Mission ins Yashas Massiv wieder zurück. Vielleicht, bevor ich da wieder aufbreche, schaue ich dann, ob ich hier eine Chance habe, das zu machen. Oh, guck mal, da ist unser Freund wieder. Ich glaube, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber das sind echt leicht verdiente 4000 KP. Und der Kampf geht auch super schnell. Natürlich vorausgesetzt, der erwischt mich nicht. Wo bist du? Hä? Hä? Wow! Was zur Hölle? Ich habe den auch gerade gar nicht auf der Minimap gesehen. Verpiss dich! Dreh dich um! Weißt du, da bringe ich gerade noch voll den Lobgesang auf diesen Kampf und dann schreckt der mich hier voll. Okay, super. Weißt du, wenn du einmal einen Plan verfolgst und das Spiel dich eiskalt abbestraft, wie ich sowas hasse. Abstraft, sagt man eigentlich, glaube ich. Warum hat er mich denn jetzt gesehen? Ich bin doch, als ich auf den zulief, nur hinter ihm gewesen. Verstehe ich nicht. Der hat auf jeden Fall einen relativ weiten Aufmerksamkeitsradius und jetzt rennt er mir schon wieder hinterher. Habe ich gerade auf der Minimap gesehen und jetzt erwischt er mich gleich, oder? Nee, okay. Weißt du was? Kannst mich mal. Ich scheiße auf die 4000. Die kriege ich auch durch andere Gegner irgendwie zusammen. So, da habe ich in der letzten Folge auch eine Schatzkugel gesehen. Ich weiß nicht, wie ich die Mitte am besten ablaufen soll, aber an die hier erinnere ich mich noch. Da wollte ich halt nur nicht von meiner Route abweichen, aber jetzt haben wir hier keine Gegner. Da bietet sich das halt an. Bisschen Geld, ja. Kann nicht verkehrt sein. Was machst du denn da? Voll vorwärts eingeparkt in Richtung Gebirge. Warum nicht? Der klemmt bestimmt mit seinem Horn im Felsmassiv fest. Vielleicht helfe ich dem und dann kann ich auf dem hier reiten und der wird mein bester Freund und wir können mit dem über die Steppe. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, ne? Wobei wir wahrscheinlich eine Leiter bräuchten, um da raufzukommen. Das hier ist nämlich ein Adamantaimai. Aber dem werde ich mich jetzt nicht versuchen.
Oder muss das so, dass der da so steht? Bewacht er irgendwas? Ja. Guck mal, der hat voll die Schatzkugel gekackt. Ja, der kackt bewegliche Köttel, wie wir jetzt wissen. Ach, der dreht uns ja gar nicht sein Hinterteil zu. Ich dachte vorhin, dass das genau andersrum wäre. Also, versteht ihr? Das ist ja fies. Ich verstehe, was das Spiel mir sagen will. Ohne dass wir den besiegen, kommen wir da mit Sicherheit nicht ran. Aber nee, das traue ich mich noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch chancenlos sind. Vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, wie schnell ich immer noch gegen Behemoths mit TZ am Ende, wie schnell ich gegen denen und auch gegen diese großen, ja, ich und meine Gegnerbezeichnungen. Aber denken die sich teilweise auch für komplizierte Namen aus? Gegen Behemoths und diese Viecher auf M. Wenn ich mal angucke, wie schwer mir die Kämpfe noch fallen, dann brauche ich, glaube ich, einen Adamantheimer erstmal noch nicht zu versuchen. Wenn ich wenigstens die Gewissheit hätte, dass ich jederzeit im Spiel hier zurückkehren kann, dann würde es mir schon ein bisschen besser gehen. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, dass ich ab Kapitel 13 hier die Chance bekommen werde, zurückzukommen. Aber Kapitel 13 ist, glaube ich, das allerletzte im Spiel. Ich glaube, es gibt kein 14. mehr, aber ich bin mir nicht sicher. So, erstmal gucken, ob der Kaffee trinkbar ist. Prost. Ist er. Perfekt. Mein Mann. Das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich nicht verkalkuliere und mir irgendwie den Mund verbrenne. So. Es ist unfassbar, wie groß dieses Gebiet hier ist. Ich werde so viele Schatzkugeln ausgelassen haben. Ich bin fast am Überlegen, ob wenn ich das hier einmal alles umrundet habe, dass ich nicht, ob ich nicht einen kurzen Blick ins Lösungsbuch werfe und mal gucke, wo hier noch Kugeln sind. Warum ist denn das hier so neblig, staubig? Da hinten ist irgendwas. Irgendwie klang Vanils Stimme gerade komisch verändert. Also wenn ich nicht wüsste, dass sie das wäre, hätte ich mich jetzt gerade gefragt, wer hat denn da gerade zu mir gesprochen? Aber naja. So, heißt das, meine Weitsicht ist jetzt auch verändert? Höchstwahrscheinlich, ne? Geht das auch irgendwann mal weg? Sieht eher nicht danach aus. Also zwei Behemoths, da mache ich mal einen ganz fetten Bogen drum. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht erwischen. Ach so, ja, okay. Ich glaube, ich habe hier so ein kleines Nest gefunden. Oh, scheiße. Wer oder... Oh, shit. Oh, Mist. Okay, nee, ich glaube, das wird nichts. Also, zumal die beiden ja auch nicht so aussehen, als könnte man die hinterrücks erwischen, komme ich jetzt hier irgendwie in ganzen Stücken vorbei. Oh Gott, ich glaube, ich schaufel mir hier gerade mein eigenes Grab. Führt hier noch einen Weg lang. Ja, aber ich kann hier nicht runterspringen, ne? Nee. Okay, vielleicht kann ich mir jetzt hier die Höhenunterschiede so ein bisschen zunutze machen. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier in der Steppe insgesamt? Okay, also wenn das jetzt hier so bleibt, wie gesagt, die Karte dreht sich leider immer mit, dann würde ich sagen, der südlichste Punkt. Schade, dass er nicht die Schatzkugeln einzeichnet, die man schon gesehen hat, die noch verschlossen sind. Das wäre auch eine gute Hilfe, um sich zu orientieren. Aber wir werden ja hier noch eine Weile bleiben, deswegen ja, wird das schon irgendwie funktionieren. Da werden dann hoffentlich auch gute Sachen drin sein. Also ich komme wieder. Eigentlich müsste ich mir jetzt Notizen machen, aber das wird schon. Das Doofe ist natürlich, wenn ich mir jetzt angucken würde, wo es hier Schätze gibt und wo ich eventuell was ausgelassen habe, dann habe ich auch nicht mehr den Überraschungseffekt, was den Inhalt angeht, ne? Ist das nicht unfassbar schön und beeindruckend? Es ist so cool. Ich liebe es. Ich weiß nicht warum. Ich mag das einfach total. Das ist auch übrigens auch der Grund, warum ich Shadow of the Colossus immer mal spielen wollte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Spiel kennt. Aber das hat mich damals, als das rauskam, und das ist schon so viele Jahre her, das Spiel ist uralt. Ich weiß gar nicht mehr, für welche Plattform das erstmals rauskam. Weiß nicht, vielleicht sogar PS2? Ich krieg das nicht mehr zusammen. Das gibt's aber, glaube ich, remastered auch für die neueren Konsolen. Da ist noch so ein Ding. Da haben sich die Rezensionen damals immer schon so geil gelesen. Weil es da, glaube ich, auch nur darum geht, irgendwelche Kolosse ausfindig zu machen und die zu bekämpfen. Und das Spiel soll irgendwie so eine ganz krasse Atmosphäre haben. Und
Ja, ich stelle mir das fast ein bisschen so vor. Auch wenn die Atmo vielleicht ein bisschen was anders ist, weil man auch die Spiele an sich, glaube ich, gameplaymäßig nicht so vergleichen kann. Was mich jetzt hier mal interessieren würde, kann ich hier einen Präventivangriff landen? Wir gucken mal ganz kurz rein. Wird schon nichts passieren. Hey, ich meine, wenn er jetzt irgendwie einen fahren lässt, dann fliegen wir weg. Wenn er... Oh, das ist nicht mein Adamantaimai. Guck mal, der braucht nur auf dem Boden aufzustampfen und schon bin ich fast tot. Geil, oder? Okay. Das war, glaube ich, auch gerade gar kein Präventivangriff, ne? Ich habe da nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, wenn sie da so ihr Leben chillen und eine Kiste, also so eine Schatzkugel bewachen, dann wird das nichts. Aber der tut mir auch nichts, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe, oder? Vielleicht wird der lieb, wenn ich den füttere. Oder so. Was machst denn du da? Ich dachte, du lungerst immer nur da in diesen felsigeren Gefilden rum. Okay, also das ist auf jeden Fall gerade ziemlich gefährlich, wo ich hier rumlaufe. Bin ich überhaupt noch am Rand? Okay, ich habe gerade völlig die Kontrolle und die Übersicht verloren. Hier bin ich hergekommen, ne? Es kotzt mich unfassbar an, dass die Karte sich mitdreht. Dadurch habe ich ein totales Orientierungsdefizit. Aber ich bin gefühlt ja immer die Ränder hier entlang gelaufen. Das heißt, hier muss ich jetzt eigentlich richtig sein. Also richtig in Anführungsstrichen. So nach meiner Vorgehensweise das hier abzusuchen, meine ich. Ja. Also ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass wir hier noch viel, 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 viel Vorbereitungszeit benötigen. Aber auch noch viel Spannendes erleben dürfen. Ich müsste eigentlich auch mal anfangen, da so ein Ranking reinzubringen, dahingehend, welcher von den ganzen starken Gegnern, die ich mir jetzt noch nicht zutraue, ist am ehesten schaffbar. Sind zwei Behemoths schwieriger oder leichter als ein Adamant Scheeles oder wie die gerade hießen? Kann ich gerade gar nicht einschätzen, aber hier waren wir noch nie, oder? Ich bin gerade so überfordert, was die Orientierung angeht. Ich weiß nichts Neues und so, aber ich muss es immer wieder erwähnen. Hilft mir manchmal. Das ist so ein bisschen der Rechtfertigungsmodus, der dann zutage tritt. So, was ist das denn hier für ein komischer Durchgang? Der sieht gerade aus, als würde er zum Sprung ansetzen. Wie so ein Skispringer. Ich glaube, ich komme hier nicht durch, ohne den zu bekämpfen, oder? Was ist das denn da für eine krasse Ecke? Ich glaube, ich will trotzdem mal versuchen, da vorbeizukommen. Kann ich den irgendwie weglocken? Habe ich links oder rechts mehr Platz? Ich glaube, das wird für das Spiel relativ unerheblich sein. Ich habe gerade so eine Angst. Ich habe gerade so eine Angst. Ich komme vorbei. Ich komme vorbei. Oh mein Gott. Hat mir das jetzt überhaupt irgendwas gebracht? Ja, ich komme hier nach rechts weiter. Es sei denn, der schnappt nach mir beim Versuch, hier vorbeizulaufen. Oh my goodness. Oh, oh, guck mal, hier ist voll die Versammlung. Ich bin gerade sowas von geflasht. Hi. Will ich hier überhaupt weiter? Eigentlich sind die ja relativ harmlos, oder? Oder rennen die auch mal auf mich zu, wenn sie lustig sind? Die sind doch nur träge. Die sehen aus, als wollen sie einfach nur den ganzen Tag rumgammeln, Menschen zertreten und fressen. Oder? Oder seid ihr böse? Ich wette, in ihrem tiefsten Inneren sind das liebevolle Wesen, die gerne mit Menschen befreundet wären. So stelle ich mir das vor. So, gab es hier gar nichts aufzusammeln? Hier dahinter dem? Da gibt es noch ein bisschen was zum Hochhüpfen. Ich bilde mir ein, dass ich hier keine Schatzkugel übersehen habe. Ich will nur gucken, ob wir jetzt hier hochkommen. Oder erwischt er mich dann? Nee. Scheint möglich zu sein. Cool. Und nu? Warum sind hier keine Schätze? Da wage ich mich einmal in die Höhle des Löwen. Da! Fast übersehen, aber doch noch gefunden. Was für ein schönes Happy End. Das war schon gefährlich, hier hinzukommen. Eine angemessene Belohnung würde mich doch sehr freuen. Kaktor-Roboter. Was ist das denn? Was zur Hölle soll das sein? Muss ich mal bei der nächsten Modifikation drauf achten.
besitzen wir auf jeden Fall noch nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ganz geil ist. Und das hier ist Gold. Das Ding. Na, mal gucken, wann wir da überhaupt hinkommen. Ob wir da überhaupt hinkommen. Beziehungsweise dazu kommen, das ja alles bis zum Ende durchzuführen. Am Ende vom Yashas-Massiv übrigens, da habt ihr mir auch das bestätigt, was ich schon gemunkelt und befürchtet hatte. Da hatte ich doch was davon erzählt, dass ich noch wusste, dass es da irgendwie einen mega schweren Bosskampf geben würde. Und da soll man dann tatsächlich die letzte Alacid-Mission abschließen können. Und das soll einer von den zwei schwersten Bossen im Spiel sein, womit ich auch schon fast gerechnet habe, weil wie gesagt, der hat mir damals viel Kummer bereitet und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den auch in diesem Let's Play zusammen bestaunen könnten. Auch, das war klar. Auch wenn das ein bisschen... Ja, natürlich. Na klar, nichts leichter als das. Warte mal, wir können mal kurz gucken. Du bist jetzt aber... Du bist der rechte Stampfer, linker Stampfer. Du bist ein Adamant-Testudos. So, so. Ich glaube, dein Testudos-Testosteron möchte ich jetzt erstmal nicht hautnah miterleben. Vielleicht später dann. Warte mal, wo komme ich her? Okay, ich bin gerade total raus, aber so richtig, richtig zu 100% raus. Ach nee, ich weiß, wo ich bin. Das ist aber scheiße, wo der mich rauswirft. Warte mal. Komme ich jetzt hier gar nicht mehr an dem vorbei? Hier auf der Seite ist das, glaube ich, ein bisschen zu eng, ne? Aber du musst an den schon extrem nah ran. Ich müsste es jetzt nur schaffen, hier an den vorbeizukommen. Und das ist die größte Herausforderung. Ich glaube, das wird mir nicht gelingen. Oder? Wow! Okay, das war extrem knapp. Bloß nicht nach links und rechts gucken. Einfach weg. Ich glaube, die sind da nämlich relativ fix platziert. Ja, okay, die verziehen sich wieder zurück. Das ist gut. Wow, was für eine Aussicht. Alter Schwede, wie wunderschön Grand Palz einfach ist. Ich finde nicht nur die Steppe schön, ich fand auch dieses ganze Gebiet da im Yashas-Massiv total beeindruckend. Sagt mir einfach mega zu. Was ist denn das hier für ein Sektenkreis? Beschwört ihr irgendwas, wenn ihr mal aufgewacht seid? Oder was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Keine Ahnung. Schade, dass er sowas auch nicht einzeichnet in die Weltkarte. Ich wette, das spielt irgendwann mal eine wichtige Rolle. Hier werden wir mit Sicherheit nochmal hinkommen irgendwann. Das kann ich ja fast von jeder Ecke hier behaupten, ne? Aber hier dürften wir noch nicht gewesen sein, ich glaube. Ich bin wieder ganz gut in meinem Absuchungsrhythmus. Was ist das denn für eine komische Absprungstelle? Ich weiß auch nicht mehr, ob es hier die Möglichkeit gibt, ein Chocobo zu kriegen. Ich hatte ja beim letzten Mal spekuliert, dass man mit einem Chocobo da auch hochspringen kann. Oh ne, auf die habe ich jetzt gerade nicht so die Lust. Scheint es aber ganz schön viele davon zu geben. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach Schätzen. Ich muss aufpassen, weil manchmal sind die Schätze so ein bisschen an den Ärschen der Gegner festgeklebt, sozusagen. Wie wir das vorhin bei dem Adamant irgendwas gesehen haben. So. Hier gibt es auch nichts zu holen, außer wahnsinnig viele KP. Die da sollte ich allerdings erledigen. Idealerweise mit einem Präventivangriff. Das ist aber bei den Gegnern gar nicht so einfach. Ich glaube, der Kampf, der könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Gucken wir mal, dass wir erstmal die Rangen das so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen können. Mich ärgert immer noch, dass ich vorhin diesen Behemoth nicht erwischt habe. Keine Ahnung, warum das manchmal so einfach funktioniert und manchmal irgendwie gar nicht funktionieren will. Ja, geht halt wieder alle auf Lightning. Nervt gerade gar nicht ab, ist total okay. Macht ruhig weiter. Kann mir nichts Schöneres vorstellen hier. Ich glaube, das wird wieder nichts. Das wird wieder nichts. Also den Entscheider bei Square Enix, der das mit diesem Game Over Müll hier beschlossen hat und sich wahrscheinlich für diese extrem revolutionär dumme Idee gefeiert hat, dem sollte man mal auf die Finger hauen. Ich war gerade kurz davor zu sagen, dem sollte man das Gehalt kürzen, aber das geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit, weil der wahrscheinlich auch viele gute andere Ideen auf der anderen Seite hatte, aber das hier wird für mich nie nachvollziehbar sein. So, jetzt haben wir den aber für uns. Fang ist gleich wieder hinüber.
Dann lass uns doch mal auf diese Geschichte hier wieder zurückgehen. Und mal gucken, dass wir den so schnell wie möglich geschockt bekommen. Der war, glaube ich, relativ unspektakulär, ne? In dem Moment, wo er dann geschockt war. Ich glaube, das war bei einigen anderen Vertretern dieser Gegnerklasse ein bisschen problematischer. So, es wäre ganz gut, wenn wir auch überleben würden. So, ist nur so eine Idee. Das ist leider auf die Lebenssinfonie und der geiert schon wieder so auf Lightning. Okay, jetzt ist er raus aus dem Gröbsten. So, das müssen wir aber eigentlich noch hinbekommen, oder? Oder, obwohl. Ne, das sieht ja gar nicht geil aus. Was ist denn hier los? Der Protest wäre hier noch sinnvoll gewesen, aber... Okay, dann gehe ich jetzt mal hier noch rüber. Dann wird das leider nochmal auf eine zweite Schockphase hinauslaufen müssen. Immerhin ist er jetzt vergiftet. Kannst du Deprotes noch nachsteuern, meine liebe Vanille? Ja, das ist auch gut. Ach Mist. Hätte ich einfach ein bisschen früher machen sollen. Also gegen einzelne Gegner ist der Manipulator einfach so unfassbar geil. In der Gruppe bringt er gefühlt meistens nicht viel. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Manipulator auch mal so ein, so eine Flächenzustandsveränderung machen kann. Ich glaube, der zielt immer nur auf einen Gegner ab, ne? Und ja, das macht das dann halt so ein bisschen schwierig bei Massenkämpfen. Aber hey, über 4000. Dafür, dass man hier bestimmt mit ein bisschen mehr Glück auch einen Präventivschlag hätte hinbekommen können und der Kampf dann gar nicht so lange gedauert hätte, ist das schon ganz gut, wie ich finde. Den könnte man jetzt auch super schnell machen. Mache ich mal eben schnell. Nee, mache ich doch nicht. Bin jetzt geflohen. Der hat irgendwie voll Augen am Arsch oder so. Keine Ahnung, warum der mich dann noch gesehen hat am Ende. Aber, naja. Ich weiß nicht mal, wie viel der als Einzelexemplar überhaupt an KP gibt. Ich glaube, die Rangdas haben sowieso den Großteil da gesponsert, jetzt aus dem letzten Kampf heraus. Deswegen... ja, ist das jetzt nicht so schlimm. So, da ist noch ein Schatz und ich glaube, kann es sein, dass wir bald mit der Umrundung schon fertig sind? Ja, guck mal. Das ist doch unser Ausgangspunkt gewesen. Dann werden wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte aufhalten. Nochmal gucken, was man da noch so mitnehmen kann. Auch wenn das, glaube ich, das am schwierigsten abzusuchende Gebiet ist oder Teilgebiet ist. Also das heißt Teilgebiet. Die Mitte absuchen ist ja kein explizites Gebiet, aber ich mache das halt immer so erst die Ränder und dann mal durch die Mitte schauen. Und mal gucken. Da werde ich dann einfach nur abscannen aus der Ferne, wo ich Schatzkugeln sehe und wenn wir welche entdecken, ist das schön. Wenn wir keine entdecken, ist das auch okay. Obwohl, nee, ich bin gerade am überlegen. Wäre es nicht besser, erstmal zum Yashas-Massiv zu gehen und diese Mission dazu erfüllen, insofern wir die schaffen. Weil irgendwann werden mich ja weitere Seed-Missionen wieder hier reinführen. Und dann kann ich das ja so ein bisschen miteinander kombinieren. Ja, wenn ich zum Beispiel wieder auf die andere Seite der Steppe muss, dass ich dann einfach quasi so frontal durch die Mitte laufe. Ich glaube, das ist, um sich so ein bisschen Laufwege auch zu sparen, die sinnvollere Variante. Weil dann kann ich da vielleicht auch schon ein bisschen vorbereiten und offscreen ein bisschen schon in Richtung von diesem roten Queststern dann hinlaufen. Und sobald ich erkenne, das ist in greifbarer Nähe, dann natürlich mit der Aufnahme starten. Okay. Das war ein Weitersprung. Das habe ich ja hier voll viel übersehen. Warte mal, da muss ich jetzt nochmal rumlaufen. So viel Gründlichkeit muss sein. Aber hier scheint nichts gewesen zu sein, ne? Nee. Okay. Meistens sind die Schatzkugeln ja sowieso hier immer so am Rand bewacht von irgendwelchen Gegnern. So wie hier zum Beispiel. Nee, gibt's gar keine Schatzkugel. Nur eklige Glibbergeräusche. Ich mag diese Viecher aber trotzdem total gerne. Die sind irgendwie cool. Jetzt, wo ich so viel doofes Kruppzeug an Gegnern hier kennenlernen durfte, weiß ich die hier umso mehr zu schätzen. So, die kleine Familie müssen wir jetzt leider nochmal ausrotten. Ach hey, ich Depp hab schon wieder vergessen, das Startparadigma anzupassen. Ist mir in den letzten Kämpfen gar nicht aufgefallen. Hier aber umso mehr, weil ich das für die kleinen Puddinge nicht gebraucht habe mit dem Manipulator. So, okay, jetzt haben wir diese Epistels
Epistele, Epistalis, keine Ahnung, die haben wir jetzt alle durch, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt von jedem Element irgendwie eins schon bekommen. Was denn hier für eine Pudding-Party? Und warum habe ich keine Einladung bekommen? Bekomme ich als Entschuldigung eine extra Portion spendiert? Ja, wahrscheinlich eine extra Portion Puddingschläge, aber darauf kann ich dann gerne verzichten. Ja, also wenn ich vom Pudding-Nachschlag spreche, dann meine ich keine Schelle ins Gesicht, aber ich glaube, das muss ich dir noch beibringen. So, da haben wir doch wieder einen Genossen. Kriegen wir den jetzt vielleicht down? Dann brauche ich nämlich mein Startparadigma nicht anzupassen. Denn wenn der jetzt alleine bleibt... Jawoll! Dann müsste ich den jetzt eigentlich ganz gut down bekommen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Glückssache. Weil man halt nicht beeinflussen kann, wie schnell Vanille erfolgreich ist mit ihren Zustandsveränderungen. Aber wenn das einmal klappt, dann haut es halt auch gleich richtig rein. Und oh, Vanille. Das ist schon mal gut. Komm, ich will noch eine zweite. Ich will noch eine zweite. Irgendwas anderes Schönes. Jawohl. So, und jetzt gehen wir hier mal alle rauf. Oh, wie schnell die Schockleiste runtergeht. Das könnte trotzdem noch funktionieren. Komm, komm, kommt, Leute. Zieht, 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 zieht. Ich habe das jetzt mal unterbrochen bei Lightning und... Jawohl. Boah. Das war auf jeden Fall viel knapper als beim letzten Mal, aber egal. Geschafft ist geschafft. Bässchenpratze, jawohl. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich bleib trotzdem dabei, dass wir vor 50.000 eigentlich gar nichts großartig machen müssen. Wobei, bei Fang, da können wir jetzt den Brecher vielleicht schon maximieren. Ich muss mal kurz gucken. Ja, das müsste bei ihr machbar sein. Da mache ich jetzt mal eine kleine Ausnahme. Weil ich glaube, wenn die eine Rollenstufe aufsteigen, dann ist das ziemlich gut. Oder? Brecher wurde aufgestuft. Jawohl, Brecher 4. Aber, ja, okay, warte mal. Ich gucke mal eben ganz kurz, wie weit die anderen jetzt davon entfernt sind. Weil Lightning war, glaube ich, auch nicht so weit weg. Oder? Zumindest haben wir doch vorhin... Guck mal, ein weiteres Accessoire kann sie tragen. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Ja, okay, sie wird es nicht bis ganz zum Ende schaffen. Aber bei der nächsten großen Auflevelungswelle, da gibt es wieder ein paar Möglichkeiten. Und hier gucken wir jetzt auch... Ja, wie gesagt, nehmt meine Versprechen nicht ernst oder meine Ankündigungen, weil hier in diesem Let's Play halte ich mich da sowieso nicht dran. Spontanität for the win und so. So, ein bisschen mehr Angriff, bisschen mehr Magie. Oh, das wäre cool, wenn wir Vigra jetzt noch freischalten könnten, aber viel fehlt da nicht mehr. So, und dann haben wir für Mademoiselle Lightning einen weiteren Slot. Was hat sie jetzt? Physische Resistenz. Ich glaube, ich möchte ihr den Naturgeisterreif mal übergeben. Einfach so, aus Gründen. Das hier ist aber auch ganz interessant eigentlich. Aber nee, wir werden jetzt mal bei meinem ersten Impuls bleiben. So. Und bei Vanille müsste ich dann gucken. Ja, das ist echt schwer. MTP, Kampfbeginn, bereits aufgefüllt. Magische Resistenz. Komm, nehmen wir mal das hier. Kann, denke ich mal, nicht schaden. Und... Komm, der Vollständigkeit halber werde ich jetzt auch bei Fang gucken, was wir mit ihr machen. Ich glaube, ich werde hier den Verteidiger weiter fortführen, weil wir jetzt hier in Grand Pulse, glaube ich, ohne Verteidiger relativ aufgeschmissen sind. Vielleicht ist das auch die beste Strategie gegen die großen Viecher. Ich weiß nicht, ob ich da... Also wenn einfach Fang immer als Verteidiger bestehen bleibt und die anderen beiden Mädels da die Gegner beackern, vielleicht geht das ja dann irgendwie. Auch bei den vermeintlich schwierigsten Gegnern, aber das soll nicht mehr heute unser Thema sein. Ich speichere mal ganz schnell. Und dann, ja, werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich gucken, dass wir diesen Usumgalu, oder wie der heißt, dass wir den im Yashas Massiv finden. Ich gucke, dass ich da ein bisschen schon offscreen hinlaufe, damit wir nicht so viel rumlatschen müssen in der nächsten Folge. Und ja, dann danke erstmal fürs Einschalten hier und heute. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!